Ich beziehe aus Ungarn eine Rente von über 1000 Euro. Habe ich in Deutschland Anspruch auf die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wieder eine interessante Anfrage, die wir bekommen haben auf rentenbescheid24.de. Guten Tag, ich bin ein ungar-deutscher Doppelstaatsbürger seit 2018. Ich lebe seit 2010 in Deutschland. Unser Mandant hat 42 Arbeitsjahre in Ungarn und bekommt mit Umrechnungskurs ca. 1100 Euro monatlich Rente aus der ungarischen Staatsversicherung ausgezahlt. Er fragt an, habe ich einen Anspruch auf die Grundrente oder nicht? Ich befürchte, Sie haben keinen Anspruch auf Ihre Grundrente. Um einen Anspruch auf die Grundrente zu haben in Deutschland, müssen Sie mindestens 35 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen. Dazu zählen laut EU-Recht auch die Zeiten aus Ungarn. Keine Frage. Das heißt also, wenn Sie in Ungarn 35 Jahre anrechenbare Zeiten haben, dann zählen die hier auch als Wartezeiten für die Grundrente mit dazu, wenn Sie die speziellen Voraussetzungen noch erfüllen. Aber diese 35 Jahre sind nur reine Wartezeiten. Das heißt also, das, was Sie dort in Ungarn eingezahlt haben an Beiträgen oder an rentenrechtlichen Einkünften, das wird hier in Deutschland nicht berechnet werden mit irgendwelchen Entgeltpunkten. Also Sie kriegen dafür keine zusätzliche Rente in Deutschland, sondern wenn überhaupt nur, wird eine eventuelle deutsche Rente um die ungarischen Wartezeiten verlängert oder erweitert nach EU-Recht. Also ich gehe davon aus, dass Sie nur, wenn Sie in Deutschland echte Beitragszeiten hatten und in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt haben, dass Sie dann möglicherweise Anspruch auf die Grundrente haben können. Selbst wenn man annehmen würde, dass diese Zeiten oder diese Rentenhöhe aus Ungarn, wenn man die nimmt und die würde bewertet werden, dann würden Sie nach meiner Berechnung kalenderjährlich bei dieser Rentenhöhe auf 0,8357 Entgeltpunkte pro 35 Jahre kommen. Damit hätten Sie die maximale Höchstgrenze von 0,8% Entgeltpunkte pro Jahr deutlich überschritten. Und deshalb hätten Sie im Ergebnis, egal wie, keinen Anspruch auf diese von Ihnen angefragte Grundrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.